Ja, was denn nun? Wien oder Österreich? Hey, du scheinst mir ja ein ganz aufgewecktes Burscherl zu sein. Ich bin ein Schurke, eigentlich in Wien zu Hause. Aber ab und zu schaue ich mal in Goldhain vorbei, Deppen gucken. Da bist du bei uns richtig. Komm, setz dich und iss ein Müsli mit uns. Ey, das schmeckt doch zum Kotzen, Alter. Ich muss jetzt endlich wieder Monster umbringen, dafür bin ich doch hier. Eine gute Idee. Habt ihr denn schon einmal eine Level 80 Instanz betreten? Den Nexus zum Beispiel? Würde ich ja gern. Aber dauernd hänge ich hier in Goldheim fest und muss mit irgendwelchen schwulen Lehrern labern. Nee, du. Na, lass mal gut sein. Ich weiß schon Bescheid. Also, wie sieht's aus? Also, wenn das wieder so ein gewaltförderndes Spiel ist. Na klar, da ist der Murat dabei. Und so machen sich die drei Recken auf die lange Reise zum Kontinent Nordend. Mit dem Schiff geht es von Sturmwind... Stürmwind! Ist klar, Murat. Also, per Schiff geht es in die boreanische Tundra. Von dort aus führt sie einen Greifenflug direkt in das Land Kaltara. Dort, vor dem Eingang zum Nexus, treffen sie sich wieder. Also, ich komme mir vor wie damals in Woodstock, als ich meine 11. Tüte geraucht hatte. Mir ist kalt, ich höre seltsame Musik... Und überall sehe ich blaue Drachen und rosa Schlangen, die in der Luft rumfliegen. Ey, voll normal, Alter. Warst du noch nie in Schüttrit? Da fliegen so komische Windspiele rum, die sogar reden können. Ja, da hat er recht. Wir haben diese stupiden Naru wirklich nicht zu bieten. Aber sagt's, fällt's euch nix auf, wo wir hier so schön umeinander stehen? Ey, doch. Wir sind nur drei. Wir brauchen fünf. Na, eigentlich nicht. Das hätten wir auch schon zu dritt geschafft. Aber ich wollte die Instanz schon immer auf Level heroisch spulen. Keine Sorge, ihr habt das neue Tool zur Gruppensuche benutzt. Wir müssten hier eigentlich gleich noch zwei Mann Unterstützung kriegen, die mitwollen. Entschuldigen Sie, geht's hier in den Nexus? Ey, voll krass, Alter. Ey, alter Lichtkönig, ich hau dich kaputt. Ich hab dir doch gesagt, das gibt nix. Wir sind immer noch viel zu bekannt. Jede Sau erkennt uns. Vielleicht hätte es ja schon gereicht, wenn du in das Gruppensuchfeld als gewünschte Funktion in der Gruppe nicht Naga aufwecken, Azeroth versklaven und Arti umbringen geschrieben hättest. Und nimm endlich diese dämliche Zigarre aus dem Mund. Die ist kaputt. Ja, wollt's mich pflanzen oder was? Ihr könnt's doch als Ex-Bosse nicht in eine, mehr oder weniger, normale Spielgruppen gehen. Ja, danke, dann halt nicht. Und tschüss. Los, Arti, dann gehen wir eben alleine rein. Da vorne ist schon das magische Tor. Ich geh da mal durch. Sie erfüllen nicht die Stufenanforderungen an diese Instanz. Sie sind immer noch Level 70, Illidan Sturmgrim. Ach, scheiße. Illidan Sturmgrim. Immer wenn ich das höre, kann ich nicht mehr an mich halten. Buah, Sturmgrim. Buah. Oh Mann, ich kann's echt nicht mehr hören. Also, das war ja jetzt wohl nichts. Kinky, könntest du noch mal dieses Selbsthilfegruppensuchdings da benutzen? Hab ich schon, der Kinky ist ein ganzer Schnöller. Also, ich finde es jetzt schon spannend, denn es können jetzt Spieler von allen Servern auftauchen. Aber doch hoffentlich nicht Horde. Nicht, dass da so ein schwuler Blutelf dabei ist. Schalöbchen. Na, das sind aber mal ein paar starke Recken. Also, das verstehe ich nicht. Wie kann denn ein Blutelf-Priester in eine Allianzgruppe kommen? Hallo, ihr Schnuckel. Ich bin der Söron, Blutelf-Priester, und ich werde über eure Gesundheit wachen. Das geht aus mehreren Gründen gar nicht. Wie kommst denn du als Hortler bei uns in die Gruppen? Oho, ein wieder Lederschurke. Na Gott sei Dank habe ich vorher noch eine Dauerwelle für meinen Blondschopf gemacht. Ach, weißt du, so langsam hat sich das bei allen Game-Mastern rumgesprochen, dass ich nach allen Seiten hin offen bin. Horde oder Allianz, Mensch oder Zwerg, ich mag sie alle. Deshalb darf ich auch überall mitmachen. Ey, Kinky, müssen wir die blonde Schwuchte wirklich mitnehmen? Ich fürcht, jo. Der ist uns jetzt zugewiesen, da kannst nix machen. Sei froh, dass nur der bei uns mitmachen darf. Ich glaub, fast alle Männer Blutelfen sind schwul. Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Wir brauchen noch einen Spüler, sonst ist die Gruppe nicht voll. Oh, krass, Alter!
Guck mal, da kommt der vollschwarze Todesritter mit schwarzer Rüstung, schwarzer Helm und schwarzer Umhang aus dem Nichts. So sind wir dabei, das ist prima. Ein dreifach donnerndes Allah für dich, Rupp. Ich bin der Ritter Jupp. Der Jupp aus Kalle werd ich genannt. Und auf den Nexus bin ich mal gespannt. Also für Karneval habe ich ja nicht so viel übrig. Hallo, du starker Ritter. Also dieses Schwarz macht dich wirklich schlank. Wer bist du dann? Du siehst ja aus wie die Jungfrau vom Kölner Dreigestirn. Ach, hör doch auf. Ich und Jungfrau. Ich bin Löwe, daher die blonde Mähne. Ey Leute, können wir jetzt mal rein, bevor ich kotzen muss? Ich würde damit noch einen Augenblick warten. Es sei denn, du stehst drauf, in dein Verderben zu rennen. Also irgendwas stimmt mit dem Tool nicht. Jetzt kommt auch noch ein Zwergenjäger in die Gruppen. Jetzt sind wir sechs, das geht doch eigentlich gar nicht. Völlig richtig. Ist das nicht völlig verrückt? Entschuldigung. Nennt mich Kaminski. Ich denke mal, die vernünftigste Erklärung ist, dass das Tool zur Gruppensuche irgendwie alles durcheinander gehauen hat. Wenn ich hier einen schwulen Blutelfen sehe... Woher willst du das denn wissen? Seid ihr Blutelfen doch alle. Man braucht sich ja nur anzugucken, wie ihr tanzt. Also mich wundert hier nichts mehr. Wenn wir mit einem gleichgeschlechtlich orientierten Blutelfen zu sechst in den Nexus kommen, kann im Prinzip alles passieren. Du, Kaminski, du bist doch Jäger, oder? Ja. Wieso hast du kein Tier dabei? In diesem Augenblick schnellt plötzlich eine große rosa Netherschlange herab und stürzt genau auf Jupp zu. Blitzschnell zieht Kaminski seinen Bogen und erlegt das Monster mit einem einzigen gezielten Schuss. Donnerwetter, du hast dich aber direkt einmal gut eingeführt. Das ist der Grund, weshalb ich kein Tier habe. Ich liebe es selbst zu töten. Und wenn's für die Gruppe ist, umso lieber. Alles für die Gruppe. Echte Freunde, stand zusammen. Jetzt fängt der schon wieder mit dem Karnevalskram an. Der sollte den wirklich in Köln lassen. Mir lassen der Dom in Köln. Also bevor der jetzt gleich noch ein Tusch kommt... Ich hab's gewusst. Ich würde sagen, gehen wir mal in den Nexus, was? Auf geht's, Burschis! Was werden unsere neuen Freunde im Nexus erleben? Werden Illy und Arti ihnen folgen? Aha, der Erzähler will mehr Spannung in der Geschichte. So mit heimlich verfolgen und so. Hätte ja auch geklappt, wenn dieses Horn hier mal ein paar Level aufgestiegen wäre. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Dann geh doch alleine. Ich weiß sowieso nicht, warum ich noch weiter bei dir rumhänge. Damit du dein Vorbild immer um dich hast? Antworten auf diese spannenden Fragen gibt es in der nächsten Folge, Illy und Arti. Also, bis zum nächsten Mal.